Hallo und herzlich willkommen am Freitag zur 96. Folge von Space Engineers hier auf MicroHazard TV. Ich bin's wieder, der Icewagon, und ich begrüße euch heute wieder ganz herzlich hier zurück bei uns. Und bei uns stimmt heute nicht ganz, denn heute bin ich wieder mal ganz alleine. Der Heiko ist wieder nicht mit dabei und auch der Chris ist nicht mit dabei. Und deswegen bin ich, ja, wie schon gesagt, ganz allein. So. Wir werden mal hier die Batterien ein bisschen besser einpacken. Dann müssen wir das entsprechend ein bisschen abändern hier. So, das muss auch weg. Da kommt dann ein voller Block hin. So. Okay, da auch daneben logischerweise. Die müssen ja ein bisschen eingepackt werden, die Batterien. No? So. Der muss auch weg. Ein anderer hin. So, ganz langsam, nicht zu schnell. So. Okay, jetzt brauche ich den korrekten Block, den ich hier noch nicht drin habe, glaube ich. Ich brauche nämlich den, wenn ich mich nicht irre. Andersrum. Ja. So. Jetzt können wir hier nämlich auch mit dem Block das entsprechend umbauen. So. Zwecks Bodenfreiheit, ne? Nochmal gespannt, ob wir hier genug kriegen. Ja, Heiko und Chris haben leider keine Zeit, deswegen bin ich ganz allein. Für ganz allein. Nein, aber ich werde es überstehen. Und ihr bestimmt auch. So. Dass hier heute mal ich ganz alleine das alles mache. So, das haben wir erstmal unten, dann Schutz. Dann quasi ein Unterfachschutz, ja, dass wir nicht aus Versehen hier gegen donnern, wenn wir immer gegenfahren sollten, aus Versehen. Eigentlich sollte mein nächstes Fahrzeug ein Hopper-Fahrzeug werden, aber das, was ich mit dem Fahrzeug vorhabe, möchte ich nicht mit einem Hopper-Fahrzeug realisieren. Von daher ist es kein Hopper-Fahrzeug geworden. Wie ihr natürlich nur unschwer erkennen könnt. So, der dann muss weg. Ich halte mich schon wieder viel zu viel mit dem mit Details auf, ich weiß, aber so bin ich. Ich bin ein detailverliebter Mensch, in der Hinsicht zumindest. So. Das können wir hier auch zumachen, in der Mitte dazwischen. Hier könnten wir die Boje einbauen. Ups, feucht. Hier könnten wir doch gleich eine Boje reinsetzen. Auch sehr hilfreich. So, hat er gleich ein bisschen Unterbodenbeleuchtung. So. Schon mal reingepackt. So. Dann hätten wir das schon mal. Hier muss wahrscheinlich ein anderer Block hin, fällt mir gerade ein. Weil ich hier nämlich eine kleine Art Rampe bauen will, dass man da besser hochkommt, beziehungsweise man so ähnlich wie hochlaufen kann. Ne, hier nehmen wir noch einen normalen Block. So, und dann da oben. So, und hier jetzt die Schräge, genau, so, nochmal hier, so, und dann nochmal, darf er nicht zu weit runter gehen. Ich habe schon überlegt, die einklappbar zu machen. Vielleicht mache ich das auch noch später. Jetzt erstmal nicht. So, hopp. Na komm, hopp. So, dann kann man hier schon hochlaufen. Und dann kann man hier dann später schön ins Cockpit einsteigen. So ist der Plan. So soll es dann sein zumindest. Ob das so funktioniert später.
ob wir das denn ja beweglich gestalten müssen überhaupt, damit das ordentlich funktioniert. Das werden wir dann feststellen später. Wenn es auf dem Boden schleift, macht es natürlich keinen Sinn. Ne? Wäre ja auch interessant, das beweglich zu gestalten. So. Ja, Energy Critical, wie immer. So, hier bauen wir mal zu. Dann geben wir, halt das mal die falschen Blöcke. Falscher Block gebaut, so. Die vollen bitte. So, muss ich mal gucken. Dass wir hier nach oben kommen. Wo ich sie lasse, weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ich glaube, der vordere, der muss nochmal anders. So, nehmen wir erstmal den flachen. Genau. So. Halt, nicht wegmachen, Mann. Reinschweißen. Nein, falscher Block. So, jetzt haben wir den richtigen. So, aber Energie ist schon kritisch. Also müssen wir Energie aufladen gehen. Wir rennen. Ich will noch einen Kran anbauen an das Teil, ne? Mit Kolben. Mit Kolben und Motoren und Fahrwerk. Einen fetten Kran anbauen. Dann braucht das Fahrzeug noch Stützen, siehst du? Das braucht noch ausfahrbare Stützen. Müssen auch noch Kolben ran. Wie und wo ich die platziere, weiß ich noch nicht sicher. Wieder und schon mal wieder umgebaut. Wie immer. Das Rad geht bis dahin. Das heißt, ich muss wenigstens einen Block weiter raus mit der ganzen Geschichte. So, dann brauchen wir mal einen Kolben einfach. Gucken wir mal. Der Kolben kann 5 Blöcke weit ausfahren. Na, wo ist er denn noch? Da ist er. Wenn er 5 Blöcke weit ausfahren kann, kommt er ziemlich genau so weit, wie jetzt die Räder sind. Ja gut, das sollte ja reichen, theoretisch. So. Haben wir eine Hebevorrichtung. Halt, nicht runterfallen, oben bleiben, wenn es geht. Na, jetzt ist aber gut hier. So, dann müssen wir nämlich hier noch ein bisschen Abhilfe schaffen. Ich muss die Blöcke schweißen da unten, dass die fest sind. Stabil sein. Einigermaßen zumindest. So. Großer Block. Ja, und ich glaube, die Treppen werden wir gleich auf beweglich machen, die Rampen, weil irgendwie jetzt schon auf Radhöhe, wenn ich jetzt runterlassen würde, würde es gleich wieder aufschlagen.
Also müssen die mit einem Motor gemacht werden. So. Aber auch das kriegen wir hin. Muss man mal abbauen hier, die Rampe. Weg. So, gut, hätten wir das erstmal wieder, dann brauche ich jetzt mal einen Motor, und zwar den einfachen, der reicht mir. Motor, also ich brauche nicht den verbesserten, der kleine, normale, stinknormale Motor reicht mir. So, den setzen wir da ran. Oder wisst ihr was? Achso, jetzt hat er mir das unten wieder weggemacht, das Werkzeug. Ich hasse es, wenn er mir das Werkzeug wegnimmt. So. Nehmen wir, das war der Kopf. Ich muss den Topfkopf erwischen, da ist er. So. Ich möchte hier doch noch einen Block, möchte ich da wenigstens noch haben, bevor ich da einen Motor setze. So, nochmal den Motor rausholen. So, den kleinen normalen bitte. Dankeschön. So. Und da setzen wir jetzt entsprechend das so hin. Ups. Warum ist das jetzt schief? Oder wisst ihr was? Wir arbeiten hier drauf mit dem Sicherheitstor. In der Hoffnung, dass es da besser funktioniert. So geht's nicht, weil der Block hier im Weg ist, der hier. So, Sicherheitstor 9. So. Hier will ich jetzt schon das andere haben. Das hier. So, ups, hat wieder schon wieder wegdrücken. Warum auch immer. Hat mal besser funktioniert mit dem Sicherheitstor. Muss ich mal ganz ehrlich mal sagen. Das hat mit dem Sicherheitstor definitiv mal besser funktioniert. Gut, dann machen wir wieder was anderes. Dann nehmen wir die halben Blöcke. Gibt da diese schönen halben Blöcke. Hui, und der fällt runter, weil er auf Leerlauf steht. Okay. So. Weil er noch nicht fertig gebaut ist. Naja, das schlägt er gleich wieder an. War ja klar. So. Ja, das ist kacke jetzt. Ich sollte den Motor erstmal fertig machen. Herstellung kleiner Rohre, Motor und Computer. So. Herstellung kleiner Rohre. Herstellung, kleine Rohre, Motoren, Computer. Ja, ja. So. Den Kopf auch noch. Jetzt bräuchte man eine Batterie. Ja, brauchen wir noch 20 Energiezellen. Die haben wir noch nicht. Aber doch, wir haben 20 Energiezellen. Wir haben ja genug produziert gehabt zuletzt. Machen wir nämlich eine Batterie auch gleich fertig. Dass das auch erledigt ist. So, jetzt hat das Ding erstmal Strom. So. Der Motor ist allerdings nicht korrekt gedreht. So, ich habe aber nirgendwo ein Interface, ne? Aktuell. Ich brauche ein Interface. Ein Kontrollfeld. Mal vorübergehend hat er wieder übersetzt einfach gerade. Von den Torschellen wieder. Dass er mir mein Werkzeug wieder rausgeschmissen hat. So. Na, eine Anzeige fehlt noch. Ja, ja. Ich hole sie ja schon. So. Das ist ein provisorisches Interface erstmal, damit wir überhaupt erstmal eins haben. So. Dann können wir nämlich den Motor erstmal schon mal hier sperren. So. Motor Safety Detached bei 5. Er steht jetzt bei 0. Er soll nämlich nicht stehen. So. Oh,
auf 0 bitte. So, obere Grenze hätte ich gerne auch auf 0. Und dann sollte er, wenn ich mir jetzt einen Drehmoment geben würde in den Minusbereich, sollte er dahin drehen. Falsche Richtung. Achso, nee, war die richtige Richtung. Stimmt. So. So, jetzt ist er erstmal in der richtigen Position. So, und jetzt sagen wir dem Motor erstmal Stopp. So. Rotor Lock. Rotor will lock its current position. Okay. So, Rotor Abstand. Ist der so in Ordnung, der Abstand? Ja, den kann man so lassen. So. Block nehmen wir weg. Dafür machen wir jetzt. Ja, gab es aus dem Blickwinkel gerade nicht so mit dem Drehen, ihr merkt. So. Nehmen wir den dahin. Ja, du hast recht. Und ja, der Wecker hat es gesagt. Der Wecker hat es geschlossen einfach. Dass jetzt für heute Schluss ist hier in dieser Folge. Und deswegen sehen wir uns dann morgen zur nächsten Folge erst wieder. Ne, morgen ist Wochenende, da sehen wir uns natürlich nicht zur nächsten Folge wieder. Ich verabschiede mich für heute. Wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Resttag heute erstmal, auf jeden Fall erstmal noch und dann ein schönes Wochenende. Wenn das Wetter schön ist, genießt es. Wenn nicht, dann weiß ich nicht, dann tut euch zu Hause gemütlich machen. Ich verabschiede mich, wie gesagt, für heute, für diese Woche und nächste Woche Montag geht's weiter, immer noch nur mit mir alleine und ja, verleihe bis dahin und sage ciao, tschüss und bis Montag. Tschüss!